this for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest, but I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start. Oh Leute, mir ist eingefallen, dass ich euch jetzt gar nicht wirklich was erzählt habe heute im Vlog. Aber war jetzt auch nicht viel los an diesem Montag. Und ich habe unser Weihnachtslicht aufgehangen. Wunderbar. Auch im Bad hängt ein Stern. Und ich habe von draußen, vorhin war ich kurz unten und habe geschaut. Sieht sehr schön aus. Sehr leuchtend und sehr schön. Ja, und jetzt geht's schlafen. Ich glaube, mein Hals ist jetzt gerade gegen Abend wieder ziemlich trocken geworden. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich ganz gut schlafen kann. Da steht ein Auto mitten auf der Straße, aber nur mit so ganz wenig Licht, also so wie Standlicht. Naja, der wird schon wissen, was er da tut. Wir gehen jetzt schlafen. Und gute Nacht, bis morgen. Yeah. I'm on my way now. Hi Leute, guten Morgen. Im Hintergrund brutzelt mein Mittag, also streng genommen guten Mittag und nicht guten Morgen. Ich habe den ganzen Vormittag auf dem Sofa gelümmelt, mit der Katze gekuschelt. Clyde war auch manchmal mit dabei, also mit den beiden Katzen gekuschelt und Animal Crossing gespielt. Jetzt mache ich mir gerade Mittagessen und mir ist gerade aufgefallen, also wir haben ja heute Dienstag, dass ich den Vlog von gestern zwar bearbeitet hatte, aber ich habe noch nicht den für Donnerstag bearbeitet. Das werde ich vielleicht dann morgen machen müssen. Ich glaube, ich mache es morgen. Ich habe gerade überlegt, ob ich es heute mache, aber ich glaube, ich mag das lieber morgens machen, am Morgen und nicht irgendwie so ein Abend, nachmittags, abends, keine Ahnung. Und Tobi kommt heute eher erst ganz spät nach Hause. Aber ich habe irgendwie keine Lust, nachmittags den Vlog zu bearbeiten. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, nur Mittag kochen. Und nachher wollte ich auch noch ein bisschen was basteln und so, also irgendwas anderes machen als Animal Crossing spielen, was im Liegen funktioniert. Mal gucken, ob ich das... Was ist denn das? War das eine Meise? Vielleicht muss ich mal kurz auf den Balkon gehen und intervenieren, damit Clyde nicht den Vogel fängt. Ach nee, das war keine Meise, das war ein Werkzeug. Clyde guckt immer sehr, sehr aufgeregt den Vögeln zu auf dem Balkon. Aber eigentlich jagt er die nicht, aber ich weiß nicht, ich will es auch nicht drauf anlegen. Er guckt meistens aus dem Fenster und sitzt die ganze Zeit davor und lässt sich dann berieseln und schaut den Vögeln dabei zu. Oh, wie schön das mit dem Licht im Hintergrund aussieht. So, ich gehe jetzt mein Essen mal umrühren. Übrigens, kurzer Zwischenstand, falls ihr euch fragt, mir geht es heute noch mal ein bisschen besser als gestern. Ab und zu noch husten und schnupfen, aber ich glaube, jetzt geht's weg. Ich kriege das diese Woche hin, da bin ich mir ganz sicher und dann bin ich wieder topfit. Zumindest fühle ich mich jetzt so vom Allgemeinzustand wieder gut. Jetzt ist halt nur noch so dieses ab und zu husten und immer mal so schnupfen. Aber schnupfen ist auch gerade ganz gut. Aber den Anfang des Morgens habe ich ein bisschen dolle verschnupfte Nase wieder gehabt. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein Zeichen, dass es weggeht. Hallo Leute, es ist spät. Tobi ist da. Guten Abend. Du dampfst. Ja. Hast ein Leck. Er hat heute einen langen Dienstag gehabt und deswegen ist er erst ganz spät nach Hause gekommen. Danach musste er noch wegen, ich glaube, das haben wir gar nicht erzählt mit deinem Auto. Ich glaube nicht. Dass man ja reingefahren ist. Irgendjemand hat Tobis Auto kaputt gefahren. Also nicht total Schaden, aber bei seinem Auto ist halt auch ein Lackschaden, ein sehr teurer Schaden. Hat jemand die Stoßstange mitgenommen und sich nicht gemeldet und wir haben es erst später gesehen und dann war er bei der Polizei und hat eine Anzeige gestellt und war jetzt bei der Lackfirma erstmal,
Und das kostet wohl so wahrscheinlich 1000 Euro, weil die ganze Stoßstange neu lackieren müssen, wegen dem komischen Perlack und wegen den ganzen Sensoren, die sie da anstellen. Doch, das interessiert, das ist wichtig. So. Jetzt war ich gerade noch bei Versicherer. Und jetzt war er noch bei seinem Versicherer und dann haben die das noch alles geklärt, was sie jetzt da machen müssen. Und dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Heute sind auch Sachen wegen dem Grundstück passiert, aber das erzähle ich euch morgen, was da passiert ist. Jetzt geht's erstmal schlafen. Ja. Und ich habe irgendwie jetzt wieder ein bisschen mehr angefangen zu husten. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich bin allergisch auf dich. Wahrscheinlich. Mhm. So, bis morgen. By myself, shouldn't be so complicated. If I listen to my heart, I'm gonna leave it all behind. Find myself, I'm gonna start over new. Yeah. So, hallo Leute. Heute halbwegs fit, aber ich habe wieder mehr Husten, aber immerhin Stimme. Und Tobi ist im Homeoffice und deswegen essen wir jetzt zusammen Mittag. Ich habe versucht, Eierkuchen zu machen. Ich bin kein Eierkuchen-Profi. Ich kann das nicht gut. Besonders gefällt mir dieses Exemplar. Ich nenne es Crumbled Eierkuchen. Und jetzt, wir können von Malwanne das neue Video gucken. Essen wir Eierkuchen. I'm on my way now. So Leute, wir sind fertig mit Abendbrot essen. Wo gehst du denn hin? Das geht nicht. Naja, doch schon. Ich habe doch gesagt, ich wollte den noch stehen lassen. Achso, ich dachte, du hast es klang, als hättest du die Fritteuse zugenommen. Aber ich wollte die auskühlen lassen. Die kühlt doch so auch aus. Ich mach sie wieder auf, ich habe gerade Zeit. Ja, also wir haben gerade Abendbrot gegessen und schauen gerade noch Seven vs. Wild. Wild. Aber ja, ich muss heute den ganzen Tag ständig wieder husten und es geht mir so auf den Zünder. Meine Nase ist auch wieder ein bisschen zu. Ich fühle mich an sich besser, aber irgendwie gehen diese letzten Wehwehchen nicht weg. Ich hoffe einfach, dass die jetzt weggehen. Morgen, übermorgen sind ja auch noch 2 Tage und dann ist Wochenende und ich hoffe, dass es einfach weggeht. Es nervt. Ich wollte euch eigentlich nur mal auf den neuesten Stand bringen, was das Grundstück angeht, weil wir haben endlich mal Fortschritte zu vermelden. Also kleine Fortschritte zumindest. Obwohl, sie fühlen sich sehr groß an. Also wir haben jetzt schon mal die Unterlagen konkret für die Finanzierung bekommen. Also wirklich die Finanzierungsanfrage für die Bank und alles nochmal ausgefüllt. Das war ein bisschen hin und her, weil wir ein paar Sachen vergessen hatten, die wir noch mit aufschreiben mussten. Und dann waren ein paar Sachen vertauscht. Jetzt haben wir das aber. Jetzt ist nur aufgefallen, dass man irgendwie seit gestern für die Bank, mit der wir finanzieren wollen, einen Energieausweis von unserem zu bauenden Haus braucht. Das hat unser Finanzierer uns erst geschrieben gestern und jetzt mussten wir das bei unserer Hausbaufirma beantragen. Da haben wir jetzt ein Schriebsel fertig gemacht. Dieses Schriebsel ist quasi so ein Antrag, dass das gemacht wird. Ich hoffe, das geht schnell. Ich weiß aber nicht genau, ob das lange dauert, weil wir müssen jetzt darauf warten, auf diese Energieausweis, um dann das bei der Bank als Finanzierung anzufragen. So, dann haben wir heute auch den Vorvertrag bekommen, also den Kaufvertrag, davon die Vorversion, die wir jetzt lesen können und wenn wir damit einverstanden sind und dann die Finanzierung durch ist, können wir einen Notartermin machen und das unterschreiben. Sehr gut. Ja, also es passieren Dinge. Es gehen Sachen voran. Mal gucken. Ich hoffe, dass mit dem Energieausweis geht schnell, weil dann können wir das wegschicken. Unser Finanzierer hat geschrieben, dass die Bearbeitung der Finanzierung wohl doch nicht 3 Wochen dauert, wie wir befürchtet haben, sondern 7 Werktage. Das ist ja richtig zügig eigentlich in den Verhältnissen. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich dabei bleibt und dass dann alles glatt geht und durchgeht. Und dann könnte das doch dieses Jahr noch was werden, Leute. Daumen drücken, aber es sieht so aus, als ob das noch was wird. Hallo Leute, es ist nicht noch dunkel, sondern schon wieder dunkel. Hab heute gar nicht geflockt. Ihr habt da heute irgendwie keine Lust zu gehabt. Und wir machen jetzt gerade Pizza. Tobi hat Teig vorbereitet. Ich habe gerade ganz lange mit einer Arbeitskollegin telefoniert. Und wir haben schon ewig keine Pizza mehr gemacht. Und deswegen haben wir beschlossen, jetzt machen wir Pizza. Meine muss ich hier gleich noch ein bisschen in Form bringen. Die ist eventuell etwas unförmig geraten und an manchen Stellen ein bisschen dünn. Aber das Problem kriegen wir noch geregelt. Und wir haben heute jetzt nochmal die korrigierte Version von unserem Finanzierungsantrag bekommen.
wo jetzt eigentlich, glaube ich, so ziemlich alles stimmt. Da hinten sind auch noch andere. Na, wieso? Wir haben doch immer stückige Tomaten. Das sind aber ganze. Echt? Ja. Da haben die vergriffen. Ich dachte, das erzählt. Nee, hab mich vergriffen. Und dann haben wir noch den Vorvertrag bekommen. Da waren aber auch insgesamt jetzt zwei Fehler drin. Ich glaube, jetzt ist er aber richtig. Aber ich habe so ein bisschen Sorge. Wie viel kriegt der von uns? 3.000? Das geht ja noch. Ja. Mensch, sehr günstig. Ist ja Schnäppchen. Da kann man ja mal ein paar Fehler in ein A4-Blatt reinknallen. Naja, es ist schon mehr als ein A4-Blatt. Aber ja, also auf jeden Fall sehr viel Ärger. Und ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass da in dem Notarvertrag jetzt schon so ein paar Fehler drin waren. Und auch in dem Finanzierungsding und so. Weil eigentlich hatte ich die Hoffnung, also ich weiß, dass man alles überprüfen muss, aber ich hatte die Hoffnung, die nehmen uns an die Hand und wenn wir was nicht wissen, erklären die uns das. Aber wenn da schon so viele Fehler drin sind, die wir erst finden müssen, finde ich das schwierig. Dann müssen wir sehr, sehr, sehr doppelt und dreifach alles lesen und wenn wir es nicht verstehen, googeln, weil ich mich da nicht so ganz drauf verlassen kann, dass der uns das alles komplett erklärt irgendwie. Jedenfalls, wenn ich so arbeiten würde, hätte ich keinen Job mehr. Ja. Also das ist wirklich eine Frechheit. Stell dir mal vor, ich würde auch einfach immer nur, wenn ich 10 Kinder bekomme über den Tag und es würden nur 9 nach Hause gehen. Oder eins sieht dann ganz anders aus. Ja. Tausche ich. Ja. Das ist ihr Kind heute. Nein. Naja. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen pingelig, weil das so lange gedauert hat. Ich weiß es nicht. Nein. Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist auch einfach weird, wenn man da selber bei 4-mal irgendwas korrigieren lassen muss und bei dem anderen 2-mal und ha, weiß ich nicht. Nicht so gut. Und auch sehr offensichtliche Sachen. So eine Fehler, die man eigentlich hätte. Also wenn wir die schon sehen, können die ja nicht so richtig rechtlicher Natur sein. Jetzt habe ich ein Instagram-Foto gemacht, aber auch für euch gibt es nur den zersplitterten. Ich hatte so einen richtig schönen Basilikum in der Mitte auf meiner Pizza. Tobi schneidet jetzt noch seine Pizza und dann geht's rüber. Wir können dann drüben noch weiter Joghurt und Klaas gegen ProSieben gucken. Haben wir nämlich gestern angefangen in der Mediathek nachzugucken und dann können wir das jetzt noch zu Ende gucken. Und dabei essen. Willst du weiter den Schneesound machen? Sehr gut. Sehr authentischer Schnee, muss ich sagen. Soll es nicht Sonntag schneien? Ja. Kannst dich schon mal drauf einstellen. Dann kannst du mir den Schneesound machen am Sonntag, okay? Ja? Jetzt ist Schneeregen. Ach nö. Aber dann musst Montag du den Schneesound machen, damit der Schneeregen nicht kommt. Ja, eigentlich wollten wir euch nur Tschüss sagen. Wir gehen jetzt nämlich schlafen. Und wir haben gerade über Leute, die Wintercamping machen, geguckt. Und da hat gerade ein neues Video angefangen mit Schneesound. Deswegen hat Tobi Schneesound gemacht. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, passt sehr, sehr gut auf euch auf. Und...